Hallo, heute wollte ich euch zeigen, was diese unscheinbare komische Pflanze alles kann. Wenn man sie mit Wasser überspült, dann geht sie auf und entwickelt ihre volle Pracht. Also hier ist jetzt die Rose von Jericho und die habe ich in einem Becher hergerichtet. Ich setze die einfach da hinein und jetzt gieße ich heißes Wasser drüber. Wenn man heißes Wasser nimmt, geht es schneller, als wenn man kaltes Wasser nimmt. Und da muss man jetzt ein bisschen warten. Also wie man jetzt sieht, etwa nach 3 Minuten ist er schon ein bisschen aufgegangen. Da stehen die Äste schon ein bisschen weg und sie wird auch schon deutlich schwerer und hat auch schon viel Wasser aufgesaugt. Wieder nach 2 Minuten sieht man, dass da schon viel mehr aufgegangen ist und sie hat jetzt auch ein bisschen Wasser verbraucht. Deshalb kann man noch einmal ein bisschen nachschütten. Und jetzt wird sie in den nächsten 5 bis 10 Minuten dann bereit sein zum Umtopfen. So, jetzt ist sie bereit. Wie ihr seht, jetzt ist sie schon viel größer geworden. Jetzt ist sie auch bereit zum Umtopfen in ein größeres Teller. Dazu nimmt man einfach einen Teller, legt die Rose da, lasst da unten abtropfen, weil sonst wird alles ganz nass. Legt die Rose da hinein und ihr schadet nicht frisches Wasser. Schüttet das einfach wieder so drüber wie vorher, bis der Teller ziemlich voll ist und wartet dann weiter. Und wie ihr seht, da hinten ist sie noch ziemlich lose, das ändert sich aber schnell. Sie wird dann bald gerade und über das ganze Teller ausgebreitet sein. So sieht sie jetzt nach einer halben Stunde aus. Sie ist auch schon wirklich sehr schön groß geworden. Sie ist noch nicht ganz da, aber so bleibt sie jetzt auch ziemlich. Aber was mich auch ziemlich wundert, dass sie so grün wird. Das sieht man bei Tageslicht noch besser, aber mit dem Blitz geht es auch. Und wenn man die jetzt noch lässt, viel größer wird sie nicht mehr. Man muss sie jeden Tag noch einmal gießen, dass der Tellerrand voll ist. Das kann ich jetzt gleich nochmal machen. Wenn ihr das auch einmal machen wollt, danach geht einfach ins Internet. Da gibt es die Rose von Jericho ganz billig zu kaufen. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr sie wieder austrocknen lasst, danach lasst sie ganz austrocknen, weil sonst kann sie schimmeln. Aber wenn ihr das beachtet, dürfte das normalerweise nicht passieren und ihr habt lange Freude an eurer Rose.